29. März 2019 18.58 Uhr Timo Boll verliert in Katar gegen den Chinesen Ma Long. Tischtennisstar Timo Boll hat bei den Katar Open deutlich gegen den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Ma Long verloren. Der 38 Jahre alte Europameister unterlag dem lange verletzten Chinesen im Achtelfinale in 0:4 Sätzen. Da der ehemalige Weltranglisten-Erste Dmitri Ovtcharov zeitgleich mit 2:4 gegen Lin Yunyu aus Taiwan verlor, ist nur noch ein deutscher Spieler bei diesem letzten Worldtour-Wettbewerb vor den Weltmeisterschaften in Budapest dabei. Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken besiegte den japanischen Weltklassespieler Koki Niwa in 4:3 Sätzen und zog dadurch ins Viertelfinale ein.